Paris, die Stadt der Liebe, hat echt viel zu bieten. Es ist eine wunderschöne Stadt, romantisch, aufregend. Und ich habe es eigentlich jetzt durch das Shooting zum ersten Mal richtig erlebt. Das ist Wahnsinn. I love Paris. Parlez-vous français? Oui, je vis à Paris. Oh yeah! J'adore Paris. Moi aussi. Hit me! Kuba, Malediven, Brasilien, das war so meine Vorstellung von Bikini-Kalender. Ja, und dann, wie ich einen Anruf gekriegt habe, du machst ihn, haben wir gedacht, ja, wo fahren wir hin? Und wir dann gehört auf Paris, haben wir gedacht, ja, großartig, Paris im Herbst passt super. Aufgrund der guten Zusammenarbeit 2014 in Rio und dem tollen Konzept für Paris war für uns klar, dass wir im Zuge der Europameisterschaft wieder mit dem Bikini-Kalender zusammenarbeiten. Und Bad at Home ist vollends überzeugt, dass es ein tolles Produkt wird. Also wenn man dann den ganzen Tag im Bikini in Paris rumgeistert, es ist schon kühl und man spürt es schon auch, wenn der Wind geht. Aber wenn man dann am Ende die Fotos sieht, dann weiß man einfach, dass es das wert war. Und ich glaube, für gute Sachen muss man manchmal Opfer bringen. Bonjour, croissant, merci. Übersetzt heißt es, grüß euch, hier ist der Toni Polster in Paris. Freue mich. Wir sind super happy, dass wir mit Renault dieses Jahr dabei sind, weil das Sportmagazin halt wirklich ein super toller Kooperationspartner ist und wir gern mit ihnen zusammenarbeiten und jedes Jahr beim Bikini-Kalender halt neue Ideen kommen, neue Locations, neue Models. Das Team ist super und ich freue mich schon aufs Ergebnis. Der Kalender wird definitiv anders ausschauen. Also er wird, glaube ich, ganz, ganz anders sein wie in den letzten Jahren, weil wir einen ganz starken Bezug zu der Stadt gefunden haben und diese Bikini- und Badeanzüge mit Fashion einfach noch einmal mehr auf eine Stufe heben. Und ich glaube, das ist uns allen ganz gut gelungen. Je ne t'ai jamais autant aimé qu'à l'heure du thé, qu'à l'heure du thé.